So Leute, willkommen zurück zur Pokémon Saphir Nuzlocke Challenge. Beim letzten Part sind wir endlich in die Siegesstraße reingegangen, haben ordentlich auf den Sack bekommen, also eigentlich nicht, aber haben immer das falsche Pokémon vorne gehabt, also immer das, wo wir einen Nachteil haben. Oh, und wollen mal gucken, was die Siegesstraße jetzt noch für uns bereit hat. Du solltest nicht selbstzufrieden werden, nur weil du viele Orden der Arena besitzt. Es wird immer jemanden geben, der besser ist als du. Das mag sein, liebes Mädchen. Du heißt? Das mag sein, liebe Michaela. Aber zu deinen Gunsten muss ich dir jetzt nun leider verraten, du bist es nicht. Ah. Überwurf. Sandama hat eine sehr gute Defensive und das sollte er gut wegstecken. Leider. Ja, definitely. Okay, ich versuche aber jetzt meine Stärke, damit es ein bisschen weniger Schaden macht. Warum willst du weniger Schaden machen? Damit ich nicht in den Bereich komme, wo er dazu verleitet ist, einen Top-Trank oder sonstige Tränke einzusetzen. Die Käfer noch nie in so einem gefährlichen Bereich. Alles noch im Grünen! Eigentlich genau genommen im Game. Halt's Maul, Mann! Okay, ist ja gut, okay. Ist gut, du hast recht. Das ist alles noch im grünen Bereich. Vulnona, oh, wie schön. Boris. Das macht auch Boris. Genau. Einfach so, weil ich es kann. So, beziehungsweise, weil sie ein Wasser-Pokémon ist und Vulnona ein Feuer-Pokémon, was ziemlich Schaden nimmt. Auch trotz seiner hohen Spezialdefensive. Sollte vielleicht sogar ausreichen für einen One-Hit. Habe ich doch gesagt. Dam, 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 dam. Oh, Level up. Yeah, Boris erreicht Level 43. Spieler besiegt Michaela. Du bist besser als ich. You don't say it. Genau, das habe ich gesagt. Okay, nochmal ein Top-Trunk für DK. Damit er auch wieder top-fit ist. Boah, oder nicht viel KP das Monstrum einen einfach hat. Genial. Okay. Auf ins Wasser. Da wird die nächste VM gebraucht. Bisher haben wir, glaube ich, noch alles gefunden, was es zu finden gibt. Da kann man mit Kaskade hoch. Ich weiß jetzt nicht, welcher der richtige Weg ist. Da geht's auch hoch. Das führt einem zu einem Item. Ha, das war die TM, die ich wollte. Das ist nämlich Psychokinese. Wenn ich mich jetzt nicht total täusche. Ich meine aber, TM 29 ist Psychokinese. Ja, das ist Psychokinese. Also gibt's die TM doch hier. Ha, habe ich mich selber quasi reingelegt. Was ist zum Teufel? Höheres Level als DK? Ein Zubiris. Das wäre echt ein guter Fang gewesen. Aber du bist leider nicht Nummer 1, also tschüss. Das ist jetzt aber nervig. Ha? Jetzt sind die Pokémon höher als wir. Ich habe gehört, dass sich hier ein sehr starkes Kind herumtreibt. Bist du das? Ich glaube nicht, dass du viel älter bist, mein Freund. Du bist, der Raimund. Raimund, hörst du? Ich glaube nicht, dass du viel besser bist. Viel älter bist. Besser bist du sowieso nicht. Denn DK wird jetzt voll an die Wand klatschen. Wow. Ich erinnere mich nicht an den Tag, als ich das letzte Mal in einem normalen Playthrough von einem CPU die Attacke Delegato gesehen habe. Das ist cool. Das ist definitiv cool. Wird dir aber nichts bringen. Ah, Kreideschrei, hör auf mich anzuschreien. Gut, wenn Kecleon besiegt ist, wechsle ich die DK auf jeden Fall aus. Das möchte ich nämlich unnötig riskieren. Bam, 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 bam. Oh yeah, das ist super effektiv. Und nun kommt... Oh, Tentoxa. Tentoxa, du hattest Psychstrahl, Mann, dir, du haust es jetzt einfach um. Und voll auf die Psyche. Aua, Blubstrahl. Oh, das war viel zu viel. Na, trotzdem, das hält er aber wahrscheinlich, ja. Das hat ja massig Schaden gemacht. Wie viel machst du mit einem... Ich hypnotisiere dich erstmal. Verwirr dich selbst, komm schon. Natürlich nicht. Warum sollte das auch klappen? Natürlich nicht. Warum sollte das auch klappen? Okay. Wird nix. Dann bist du wieder an der Reihe, Gronkh. Du musst klären. Klär die gefährliche Situation, sonst wird wir alle deines... Alle des Todes. Das wollte ich sagen. Natürlich verletzt du dich jetzt selber. Psychokinese. Ja, Tentoxa ist verdammt schnell, muss man dazu sagen. Wird zwar so gut wie immer als Stoller gespielt, also defensiv, aber bringt trotzdem einiges an Initiative auf die Waage. Gut, man kann das natürlich auch offensiv spielen. Ich sage nur, was die meisten tun und was die bessere Wahl ist. Aber dennoch, Tentoxa ist sowieso generell ein tolles Pokémon. Es ist so vielseitig und ich liebe Tentoxa. Rihorn. Na, das ist doch ein Gegner, den man gerne sieht.
Weil Rihorn ist so ein Pokémon. Ja, ihr kennt das Spiel. Ihr habt alle Rot und Blau gespielt wahrscheinlich und habt ein Wasser-Pokémon im Team und Rihorn sieht ganz schnell alt aus. Aber ich liebe Rihorn. Ich liebe vor allem Rizoros. Rihornio ist auch cool, aber Rizoros ist am coolsten. Yay, Surfer! Spieler besiegt Raimund. Diese kleine Kröte ist echt stark. Wie hast du mich gerade genannt? Kleine Kröte. Ach so, okay. Na dann. Ich habe irgendwie verstanden, du hättest mich beleidigt. So, ein Hypertrank für Sakura. Und ja... Nein. Noch nicht. Habe ich Zitrobeeren vielleicht? Tatsächlich, ich habe sogar noch ein paar Zitrobeeren, weil das reicht definitiv aus, um dich wieder gut zu heilen, lieber Gronkh. So. Okay. Wieso bin ich vom Fahrrad gestiegen? Okay, da geht's runter, hier geht's lang. Oh, ein langer Weg. Langer Weg ist lang und wieder wilde Pokémon, die zu stark sind, dass ich nicht vor ihnen fliehen kann. Beziehungsweise, dass Topschutz nicht ausreicht. Ich tue gleich Gronkh nach vorne. Der ist Level 44, der hält fast alles auf. Oh, und da ist der Schutz eh schon zu Ende. Und ich bin schon wieder vom Fahrrad gestiegen. Warum? Topschutz. So. Okay, eine weitere Trainerin. Du musst doch langsam mal müde werden. Ach, glaub mir, ich bin immer müde. Ich bin immer müde. Ich schieb's auf meinen niedrigen Blutdruck. Flunkiefer. Ich liebe Flunkiefer. Ich weiß, das sage ich bei fast jedem Pokémon, aber es liegt daran, dass ich auch wirklich fast jedes Pokémon liebe. Vor allen Dingen habe ich in den letzten Wochen noch einige Pokémon, von denen ich nie gedacht hätte, ich würde mir jemals eins trainieren. Habe ich sie mir tatsächlich doch trainiert. Wahrscheinlich werdet ihr schon einige bei Schlag den Sui davon gesehen haben. Falls ihr jetzt überhaupt guckt. Wenn nicht, dann habe ich nichts gesagt. Und zu Beerus, ja. Da hast du leider keine Schnitte gegen. Das ist mir auch zu riskant. Honey. Du zeig, was du kannst. Zubiris wird in den Kampf geschickt. Hallöchen. Setz mal Knirscher ein. Kriegt zwar keinen Step, aber... Na gut, die Defensivwerte von Zubiris sind relativ ausgeglichen. Das wird sich jetzt nicht allzu viel nehmen. Ich glaube, ich greife doch wieder auf. Hoppala, zurück. Das war mir zu viel, Kollege. Alexa. Schön seinen Angriff senken und dann draufhauen. Meine Herren. Ich sagte, ich habe ein ganz komisches Gefühl bei der Siegelstraße. Da wird noch was, irgendwas Großes kommt auf uns zu. Und damit meine ich nicht die Pokémon-Liga. Die kommt sowieso auf uns zu. Spezialverteidigung sinkt. Ich setze Surfer ein, um dich zu besiegen. Wird aber nicht reichen, das weiß ich. Habe ich doch gesagt. Ah, scheiße. Jetzt ist er genau in dem Bereich, wo wieder... Ihr kennt ja das Thema. Trank. Allerdings sollte Surfer ausreichen, dass ich ihn knapp unter die Hälfte abziehe. Drum. Und da Alexa schneller ist, ja, wird das im nächsten Zug zu unserem Sieg beitragen. Zubiris wurde besiegt. Hani hält Erfahrungspunkte, Alexa hält Erfahrungspunkte. Kein Anzeichen von Müdigkeit. Woran das wohl liegt? Viel Kaffee. Und viel Geduld. So, ja, du da oben kriegst ja jetzt doch mal einen Hypertrank. Die müssen definitiv reichen für die Siegelstraße. Ich will nicht nochmal rausgehen, ehrlich. Ach, ich komme da nur hier oben hin. Okay. Dann kann ich ja unten gleich doch nochmal gucken. Dann laufe ich jetzt hier... Nee, warte, dann komme ich hier hin. Da war ich noch gar nicht. Verwirrende Siegelstraße ist verwirrend. Wo bin ich hier? Ich habe keinen Plan. Das ist nicht das Ziel, nur eine Zwischenstation auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Ja, und ich habe jetzt schon den Überblick verloren. Merci beaucoup. Nasknet, das ist das Mario-Pokémon übrigens. Mario ist der tolle Igel. Zum Glück habe ich noch gerade eben Antiparalysebären und Paraheil an meinem Beutel gesehen, sonst würde das nämlich ganz übel aus. Sag ich doch. Nasknet, wie lange haben wir dich schon nicht mehr gesehen? Seit der ersten Arena? Ich glaube schon. Ein Volltreffer auch noch. Und nochmal paralysiert? Wäre ganz nett, oder schrecklich zurück? Nee. DK sagt sich einfach, er ist unbeeindruckt und wirft das Vieh voll an die Wand, dass es in 1000 Einzelteile zersprengt. Tschüss, Nasknet. Nasknet. Das sagt man jetzt mittlerweile so. Das heißt nicht mehr, na, was geht, sondern Nasknet. Ja, haben wir irgendwann mal so festgelegt. Ich weiß, unheimlich komisch. Ho, 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 ho. So, Meditales.
gefährlich. Das ist jetzt uncool. Verharre lieber auf Gronkh. Ich weiß nicht, ob die dem Vieh Donnerschlag gegeben haben. Ist zwar hier noch eine spezielle Attacke, trotzdem tut das sehr weh für Alexa. Und auch für Boris. Und ja, Pandy kommt eh nicht in Frage wegen Kampfattacken. A la Turmkick und Co. Willensleser. Na Mensch, was willst du denn meinen Willen lesen? Willst du ihn brechen? Dann musst du aber früher aufstehen. Psychokinese und Down. Ein Volltreffer. So. Hätte natürlich, Oh, Kapalobos. Honey, das darfst du machen. Ich habe so das Gefühl, dass ich hier ein bisschen, Moment mal. Kann das Vieh nicht Eisstrahl? Also, ich weiß, dass es Eisstrahl kann, aber ich weiß nicht, ob dieses hier auch Eisstrahl kann. Ich wechsle lieber mal auf Alexa. Einfach nur... Mein Magen sagt gerade schlechte Sachen. Das sind Ass-Trainer. Die haben gute Attacken, meistens. Nee, er wollte mich nur erstaunen. Ja, jetzt bin ich wirklich erstaunt, dass du so eine doofe Attacke beherrschst. Hier, Stärke in your face. Ah, Mann. Ich kann mit Sakura und Honey hier kaum was machen, ehrlich gesagt, irgendwie. Dem habe ich so ein bisschen das Gefühl. Stärke. Ich hoffe, dass... Na, heil dich noch ein bisschen. Dann bist du vielleicht in dem Bereich, wo deine Trainerin dir nicht befiehlt, einen Trank zu schlucken. Ja, das sollte gehen. Perfekt. Zack, genau abgerechnet und down. Abgerechnet und mit dir abgerechnet. Das ist der Weg. Das ist nur Weg, das ist auch das Ziel. Der Weg ist das Ziel, Mädchen. Hat dir das noch nie jemand beigebracht? So. Die Kay kriegt jetzt erstmal diese dämliche Paralyse weg. Ich kann mir die Namen nie merken. Du warst das. Die Amrenna-Bäre. Da haben wir sogar noch einige von. Cool. So. Und eine Zitrobeere kriegst du auch. Wir wollen ja nicht, dass hier irgendwie ein Unglück passiert. Meine Stimme kackt gerade ab. Hat man es gehört? Das klang bestimmt total erotisch. So. Wo bin ich zum Teufel? Ich habe keine Ahnung. Ich laufe wahrscheinlich sowieso die ganze Zeit im Kreise. Auf dem Kreise, auf dem Meer lauert das von... Das ging ein bisschen anders. Egal. Wahrscheinlich werden wir nicht die komplette Siegesstraße sehen, aber ich möchte unbedingt diesen einen Trainer sehen, den ich im... War das im letzten Part oder am Anfang von diesem Part? Ich glaube, es war im letzten Part erwähnt habe. Denn der ist cool. Der ist eine schöne... Das ist eine schöne Anspielung. So. Moment, bin ich schon am Ende? Ich habe es innerhalb kürzester Zeit bisher geschafft, aber der letzte Stück zieht sich wie Kaugummi. Na, könnte daran liegen, dass du in eins getreten bist. Das ist ja ekelhaft. Ich hab's dir gesagt. Wie heißt du überhaupt? Du bist der Edgar. Lieber Edgar, dein Noctusca weiß definitiv zu gefallen, aber ich schläfe es jetzt erstmal ein. Und ich habe getroffen. Spüre die Macht von Hypnose, du ekelhafte Potsau! Noctusca schläft tief und fest. So, Irrschlag. Bam, bam. Oh, das macht sogar... Wahnsinn! Und das macht zu viel Schaden und direkt wieder auswechseln. Ich könnte es ein bisschen, Ich bin gerade kurz davor, mich zu übergeben. Du schaffst es, DK. Ja, die Pokémon sind hier leider für ein Pandya ein bisschen zu mächtig. Denn die Stats, ja, ne, sprechen für sich. Trotzdem, The Fug. Nietenranke. Tut mir gar nicht mal so weh, wie du denkst. Aber das dir umso mehr. Es wird dich nämlich wahrscheinlich, ja, umbringen. Zack. Und nochmal ein paar Erfahrungspunkte für uns alle. Du hattest nur das? Hier enden meine Träume. Wieso? Du bist direkt vor der Pokémon-Liga. Nur weil ich dich jetzt besiegt habe, heißt das ja nicht, dass du nicht mehr in der Pokémon-Liga antreten darfst. Was ist das hier für eine Moral, die hier vermittelt wird? Das ist aber ein Wert, den ich nicht unterstütze. Und wir haben bisher... ja, wir konnten bisher jeder Gefahr gut strotzen. Das gefällt mir und ich glaube, da oben ist echt schon Schluss. Ja gut, dann merke ich mir den Weg hier. Der führt uns ans Ende, aber nö. Die Siegesstraße hat noch wesentlich mehr zu bieten als das. Denn wie ich ja schon bereits sagte, wenn wir schon gründlich sind, dann sind wir gründlich. Das ist eine Aussage, die bestimmt total viel Sinn hat.
Hat sie an sich auch, weil es eigentlich genau das aussagt, was ich damit vermitteln möchte, nämlich, dass ich alles sehen will. Und ihr wollt es auch. Und ich habe mir mal wieder... Man neigt bei Schutz immer so zur Übertreibung. So, ja, das wird gerade so reichen, das wird gerade so reichen, ist klar. Ach so, jetzt sind wir hier. Okay, dann können wir den Gang auch direkt mal abhaken. Abert, das noch nicht, damit noch nicht alles. Wir haben hier noch ein paar Gänge offen. Und ich möchte unbedingt diesen verdammten Trainer sehen. Wo bist du, Mann? Von hier kam ich, ne? Ja. Hab ich den vielleicht schon gesehen? Und ich bin nur nicht drauf eingegangen, weil ich seinen Text irgendwie nur überflogen habe. Nee, du bist es, glaube ich. Du bist es! Ich habe mit meiner Familie trainiert, mit jedem einzelnen Mitglied. Ich verliere gegen niemanden. Na, kommt euch das irgendwie bekannt vor? Und wisst ihr noch, was die Oma oder der Opa oder der Vater oder die Tochter oder der Schwester oder der Bruder oder die Tante oder der Onkel oder die Nichte oder der Neffe gesagt haben? Richtig! Der sagt irgendwas von wegen, ihr Sohn ist wahrscheinlich längst schon Champion in der Pokémon... Oh Gott. Mach das nicht wahr. In der Pokémon-Liga. Ich habe jetzt nicht auf seinen Namen geachtet, aber wahrscheinlich hat er auch irgendwie so einen siegreichen Namen. Oh Mann, bist du unsympathisch, Typ. Du bist unsympathisch. Hier, friss den Irrschlag. Volltreffer, töte ihn. Nein. Oh Gott. Scheiß auf den Doppelteam-Angriff und hab einfach voll den Durchblick. Lass dich nicht verwirren! Du bist ein Pandje, natürlich lässt du dich nicht verwirren. Genial. So. Drrr. Oh, Kadabra. Schon wieder. Ja, ich glaube, ich... Moment mal, ich muss was prüfen. Schaffst du. Schaffst du, Honey. Ich bin auf deiner Seite. Wer schlecht bin ich? Ich bin dein Trainer. Aber ich meine, du hältst auf jeden Fall eine Psychokinese aus von ihm. Definitiv. Knirscher. Aua, ich habe trotzdem Angst davor. Meine Herren. Ja, ich weiß, ein Volltreffer, das war knapp, das war hochgepokert. Aber ich brauchte irgendwas, was viel Schaden macht. Damit ich jetzt zu Gronkh switchen kann. Und fällt euch mal auf, dass dieser Ass-Trainer hier 4 Pokémon hat. Ich glaube, die hatten bisher alle nur 1 oder 2, oder? Wobei, einer hatte, glaube ich... Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das hier ist eigentlich ein ganz, ganz besonderer Trainer. Und er möchte bitte von uns auch so behandelt werden, denn sonst geht das seiner Mami petzen. Und das gehe ich gleich meiner Mami petzen. Das war mir ein bisschen zu viel Schaden, Kollege. Okay. Du bist erstmal verwirrt und ich erhole mich jetzt. Verletz dich selber, tu mir den Gefallen. Natürlich tust du mir nicht den Gefallen. Gut. Naja, leichte Paranoia bei solchen geringen geringen Werten. Das war's, was ich sagen wollte. Das ist ein ätzender Kampf. Psycho-Pokémon gegen Psycho-Pokémon. Und du bist direkt nicht mehr verwirrt. Ist das schön. Na Mensch, da freut man sich ja richtig, den Kampf fortzusetzen. Chris schläft. Chris schläft? Gronkh schläft. Also Chris? Hä? Du bist voll ich fixiert, Mann. Könnte ich mich eigentlich ja glatt schon wieder... Dann könnte ich ja glatt wieder Erholung einsetzen, aber... Nee. Lass mal. Ich hätte gerne Top... Ich habe eine Top-Genesung, merke ich gerade eben. Ich dummer Dumpfbacken-Dödel. Dummer Dumpfbacken-Dödel. Hohoho. So, Psychokinese sollte mir nicht mehr wehtun, sollte mir nicht allzu wehtun, tut es auch nicht. So, und jetzt wache ich auf, denn bei Erholung, wenn man es selber einsetzt, wacht man nach 2 Runden auf. Man schläft 2 Runden und wacht dann auf, so. Bäm, bam, badadam. So, ich verharre jetzt mal darauf, dass er sich selbst verletzt, damit er... Ach, scheiß drauf, ich greife einfach voll an. Volles Ruf, die Psyche, Mann! Verletzt sich trotzdem selber, wäre ganz nett. Huh! Jetzt, Gronkh, zeig, was du für eine mächtige Psychokraft hast und vernichte ihn. Du hast uns gezeigt, dass du der größere Psycho von uns... Moment mal, was? Ja, egal. Miau, miau. Gut gemacht, Honey. Voltenso. Da. Das würde ich ja normalerweise auch Honey machen lassen, aber sie ist ein bisschen geschwächt und ich möchte sie nicht so in den Kampf schicken. Könnte man mir eventuell ansehen. So, du kriegst einen Überwurf ab, mein Freund. Du bist keine Herausforderung. Sage ich doch. Ein Hariyama zu One-Hitten ist übrigens sehr schwer. Glaubt es mir. Glaubt es mir. und die Folge wird schon wieder so lang. Verdammt!
So, ich bin jetzt paralysiert und direkt nutzlos damit. Ja, das musst du aber machen. Ich hätte noch Boris holen können. Verdammt, das hätte auch gut geklappt. Überwurf. Oh Gott, Härtner? Du willst in der Pokémon-Liga antreten, Mann. Was willst du mit Härtner? Na gut, wollen wir nichts mal dazu sagen. Ist nur besser für uns, dass du jetzt ge-one-hitted wirst. Und zwar brutalst. Tengulist wurde besiegt. Paul, dein Name ist mega unpassend. Besser als meine Familie? Ist das möglich? Ist dies überhaupt möglich in der Natur? Nehm mal ernsthaft, wieso heißt du Paul? Die anderen heißen alle so Victoria, Victor, Sieglinde und so weiter. Sieglinde war schon relativ unpassend, wenn ich bedenke, wie die anderen hießen. Vicky, genau, das war auch noch. Vor allem die Älteste heißt Vicky. Das fand ich auch irgendwie lustig. So. Okay, ich brauche auf jeden Fall fürs Ende noch ein paar Tränke später. Warum, sage ich euch, wenn es soweit ist. Wollen wir dann erstmal heilen. So, Zitrobeeren sind definitiv geeignet, um nochmal gut ein bisschen was zu heilen. So. Plop. Wunderbar. Okay, lassen wir nochmal Honey nach vorne. Wieder. Ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's hier weiter in der Pokémon Saphir Nuzlocke Challenge. Und hoffen wir, dass wir doch die Pokémon-Liga noch genug erkunden können. Die Siegesstraße, ich verspreche mich andauernd. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.